Wir haben gerade viel zu tun, deswegen widmen wir uns einer einfachen Frage. Stimmt nicht, wir haben einfach nur wenig Zeit. Sind Spooky-Memes lustig? Oder sind sie überhaupt spooky? Oder sind sie einfach nur eine Randerscheinung des Spooktobers, alias Oktober, der jetzt hier gerade ist? Der Spooky-Monat. Danke, dass du es erklärt hast. Das hätte man sonst nicht verstanden. Wo könnte man besser nach Spooky-Memes suchen als auf Denk-Memes? Da ist nämlich alles vollgespült mit dem Mist, weil die Leute so denken, wow, wir sind super cool. Und das ist doch das Tolle. Es ist ein paar Sekunden in Oktober rein und auf einmal ist alles voller Skelette. Aber und überall liest du tut. Aber es ist alles dasselbe. Ich finde, es ist einfach jedes Meme nur mit einem Skelett drauf. Und deswegen ist es jetzt nicht wirklich lustiger oder besser oder spookier. Doch. Nein. Da ist ein Skelett drauf. Gib mir den Dude. Gib mir den Dude, habe ich gesagt. Was heißt das? Dude mich voll, du Klos. Dude mich voll. Please don't break the window. The AC is on. He has milk and listening to his favorite spooky music. Ich find's richtig lustig. Okay, zugegebenermaßen, also wenn jemand da vorbeiläuft und das sieht, ist es lustig und vielleicht ein bisschen gruselig. Aber auch diesem Bild in diesem Subreddit, nein. Doch. Nicht lustig. Girls when they die. Boys when they die. Intense dooting. Okay. OMG, I'm like literally dead. Ich habe jetzt nur deinetwegen gelacht, wie du intense dooting gesagt hast. Wieso? Intense dooting. Ich kann aber die sind wieder. Ja auch voll am intense dooting. Guckst du dir an? Ich frage mich, wo das her ist. Ist das so ein Disney-Comic oder so? Wahrscheinlich. Sowas? Ich meine, wer zum sollte sonst Skelette mit Tröten malen? Dieser verrückte rassistische Disney-Boy. Bones when no milk. Bones when have's milk. Das steht da. Ich habe wieder nur gelacht, weil die Art und Weise, wie du es vorgelesen hast, fand ich sehr schön an dieser Stelle. Wundervoll. Bones when have's milk. Irgendwoher kommt es bestimmt, aber wir sind viel zu normie, um das zu verstehen, ja, warum das so gesagt Normies. Wird. This is Jimmy. It's his very first day as a skeleton and he's nervous. Hello. Oh, no, wait, I forgot the text. Was it Boo? Yeah, Boo. Oh, no, and dude. I fucked up, didn't I? Jetzt habe ich das alles vorgelesen, nur noch eigentlich ziemlich gut, dann war es nicht mal lustig. Ja. Ich glaube, du hast verkackt. My bus says no to dooting. Spooky Thomas had never seen such bushy before. Schlimm. True that, true. So true. Is this cocaine? No, silly. This is calcium. Good for your bones. And easy to get by simply updooting other spooky memes. Okay. Mist. Nicht angemeldet. Verdammt. Aww. Mann. Skeleton Memes entire year. Skeleton Memes do we Spooktober. Buenos Dias Fuckboys. Das finde ich auch lustig, dieses Buenos Dias Fuckboys Meme. Das ist auch an mir vorbeigegangen. Dass man ein Kackwochenende nicht im Internet unterwegs. Aber ich meine, das kommt nicht durch Spookytober. Das war schon vorher da. Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht, woher es ist. Ist ja auch egal. Ich meine, ist es wichtig, woher die Memes wirklich herkommen? Ich meine, es ist ein Meme von irgendwie so einem mexikanischen Skelett, was sagt Buenos Dias Fuckboy. Ey, weil manchmal finde ich das interessant, warum dieses Skelett zum Beispiel das sagt. Also, was hast du denn jetzt gegoogelt? Dieses Meme. Silence, Brand. Nee. Ja, das posten Leute unter Twitter-Accounts von irgendwelchen Brands, die versuchen mit Memes lustig zu sein und so. Was weißt du, wenn so Brands so von wegen hier sind ein bisschen übertreiben. Aber es ist halt einfach so eine komische Spinne mit Laseraugen und Explosionen. Ist auch so, wo kommt das her? Es ist egal. Stimmt, du hast recht. Okay, du hast recht, es ist egal. Me, as soon as I open up Reddit. Oh ja. Das ist mein Leben gerade. Deswegen bin ich gerade nicht so toll auf Reddit. Ihr zerstört mir mein Reddit, ihr blöden spooky Stimmt, Ghosts. Menschen, die Witze mögen und Geschmack haben. Do it for them. Dude. Okay, ja, es gibt auch gute, kreative Ansätze in dieser Welt. Toll, schön gemacht. Du kleiner Fuckboy. Oh, die mag ich auch, ehrlich gesagt. Diese? Calcium Girls? Nein, ich meine California Girls. Ah, ja, aber die sind ja hier raus, ne? Also. Nee, aber ich finde das cool, weil ich habe zum ersten Mal, als ich dieses Meme gesehen habe mit Wörtern drauf, dachte ich so, hä? Wie ich den geschnallt habe, Cal, das ist, weißt du, das ist halt schon, du brauchst ein Big Brain dafür. Richtig Big Brain. Man muss lesen können. Das auch. We are all just brains piloting a dude mech wearing a meat armor. Auch wieder lustiger, weil du es gesagt hast. Aber es stimmt. Dude-Mech. Entschuldigung, wir haben es schon gesehen. Cursed Big Eggs. Do you want to see the most illegal thing I own? So eine Diamantsichel, das wäre...
Richtig geil. Was brauchst du da für ein Ding, ey? Zählt es als spooky, weil es Michael Stevens ist? Ja, oder? Nein, es ist nicht spooky. Ich liebe Michael Stevens. I can't live without cock in my rectum. 14-year-old skeleton mods. Du hast doch vergessen, was da wirklich steht. Calcium. Au, ich habe mir auf mein Calcium gehauen. Hast du zufällig, Calcium ist wichtig. Hast du zufällig ein bisschen Milch da? Wir haben keine Milch, ne? Ganz ehrlich, ich trinke keine Milch aus diesem Kühlschrank in diesem Büro. So widerlich. Ganz kurze Message in eigener Sache an alle Leute, die hier in diesem Büro wohnen. Und alle unsere Videos gucken. Räumt den Kühlschrank auf. Alter, es ist so ich trau mich eklig. Da nicht. Nee, also, weißt du, was nicht so ist? Die Milch da schon, ist, keine Ahnung. Das schon? Ist ein spooky Fridge. Ja, wie lange ist diese Milch da? Seitdem trinke ich Kaffee schwarz. Wahrscheinlich seit dem letzten Spooktober. Seitdem trinke ich Kaffee schwarz. Ja. Ich trinke hier im Büro meinen Kaffee schwarz. Ich bin übrigens ein besserer Mensch als du, weil ich trinke gar keine normale Milch mehr. Ja, warum bist du denn ein besserer Mensch, wenn du kein Kalzium in deinem Körper hast? Naja, dein Dudmech ist bestimmt voll schwach. Aber ich verzichte darauf, starke Knochen zu haben. Einfach nur, weißt du, damit es der Umwelt besser geht und den Kühen. Damit keine Kühe gequält werden und ihren Zitzen gelutscht wird, was sie gar nicht wollen. Oh doch, das wollen die doch. Na, tut uns weh. Das ist ein schönes Argument für Menschen. Next Dude. Die platzen sonst. Scroll schnell weg, das ist kein spooky Meme, aber es ist lustig. Aber kennst du dich? Weißt du, worauf das basiert? Es gab doch mal irgendwie so ein Bild von wegen, wie der Mensch aussehen müsste, damit der Autocrash überlebt. So. Ja. Google Time. Wow. Ah ja, das Ding kenne ich tatsächlich. Was ist das unten links? Was ist das unten links? Heilige Kacke. Spooky, mir wird ganz warm. Before you die, live. Bo. Ach, bu. Bo. 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 Boah, ihr wisst, was ihr zu Halloween rufen müsst, Kinder. Boah. Boah. Und vergesst nicht, euer Coca-Cola-Pizza-Deal einzufordern. Bestelle jetzt mit dem Gutscheincode Boah. Nee, es ist eine Zero, glaube ich, oder? Was? Voller Gluten, diese Pizza auch. Boah, widerlich. Hallo, hast du gerade über den richtig krassen Witz... Nein, weiter. Einfach weggescrollt. Weiter hier. Student Loans. Oh, so scary. Der funktioniert in Deutschland nicht, weil wir keine Ahnung haben über Student Loans. Ich meine, weißt du, warum Student Loans so brutal sind in den USA? Warum das weil das die das alles große selber Problem bezahlen müssen. Und Privatinsolvenz funktioniert nicht. Ach so. Das ist wirklich skurril. Wenn du ohne Ende Schulden hast, kannst du Privatinsolvenz anmelden und dann sind die halt irgendwann weg, aber nicht deine Student Loans. Die gehen nicht durch Privatinsolvenz cool, weg. Cool. Das ist heftig von wegen, ey, du hast alle deine Schulden ab, weg, aber nicht die. Oh, Cocaine, Mariana, Beer, Calcium. Lustig. Oh, hier ist so. Oh, wow. You're really going to scroll past without me. Silence! Ja, wir werden da nichts duden. Spooktober Memes, New Redditors. Das findest du lustig, ja? Ja, spooky. Also findest du es wirklich gruselig, oder? Ja, total. Soll ich gucken? Mach. Okay, ich gucke. Friend, Spooktober Memes will never die. Me, dude. Okay. Ja. Dude. Dude. Warum? Skeletons sind das Beste. Wer mag schon Zombies oder Geister oder Vampire? Okay. Mädchen mögen Vampire. Das ist ein Klischee und das ist total, du hast gerade alle Mädchen über den Haufen, weißt du? Ja, stimmt, dass ich sage, dass alle Mädchen Vampire mögen. Die schlimmste Form von Sexismus, nur die weil es sie, gibt. Nur weil sie glitzern. What inside a dog's butthole? An educational Minecraft video for kids. Das würde mich auch interessieren, aber es ist nicht spooky. Schade. Sorry, das muss sind ich jetzt. Sind wir am Ende angekommen? Gucken, ob es das... Wir kommen zwar vom Thema ab, aber das interessiert ja keinen, oder? Guck, wie schnell er laufen kann. Wow, okay. Wow, das ist eindringlich. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Oh, Licht. Night Vision. Oh, er hat Night Vision Potion angenommen. Okay, das ist eine Höhle. Ich glaube, da steckt ein großes, dickes, braunes Ding im Darm. Okay. Kommt jetzt noch was Witziges? I can't show you what's deeper right now because of all the poo in the way. But it goes far deeper. Da kommt keine Überraschung? Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendeine Überraschung kommt. Okay, also haben wir gelernt, in
dem Butthole eines Hundes befindet sich Kot. Wer hätte das gedacht? Und damit haben wir die große Frage geklärt. Dude. Sind Spooky Memes lustig? Ich sag ja. Ich würde sagen, sie sind Dude. Das sind sie auch. Sehr Dude. Warum machen wir das nochmal? Hey, das war super lustig, ja. Wir können ja nochmal Billig-Wodka testen. Oder was ähnliches. Das könnte man tatsächlich machen. Oh! Aber was könnte man denn Glühwein. Testen? Oh Gott, ich hasse Glühwein. Ja, wenn ihr wollt, dass wir im Dezember Glühwein testen, dann smash den Like-Button, so wie ich den Tisch haue, der arme Tisch. Wir haben Halloween vor der Tür, ja. Bleiben wir erstmal bei Halloween. Wir haben das Halloween-Getränke. Es gibt halt Kürbis. Okay, Kürbisgetränke. Wir machen Kürbisgetränke. Und Hundekuchen. Ich gehe. Tschüss, Rick. Er steht immer noch hier. Er ist gar nicht weg. Richtig. Okay. Ich mach jetzt hier aus. Ich nehme mich mit.